Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trading to Millions. Heute werden wir uns ein bisschen über das Team of the Season unterhalten, kurz darüber sprechen, wie man da Profit machen kann, wie man da traden kann zu der Zeit und wie man sich halt generell zu verhalten hat. Und wir sehen einmal hier unten, ne, ist natürlich schon die Werbung vom Team of the Season. Einmal das Team of the Season für die zweite Liga und dann haben wir aktuell auch das Team of the Season von den Spielern, die eben noch keine Inform bekommen haben. Und dieses Team kam ja am Freitag raus, am Dienstag kam das Team der zweiten englischen Liga raus und da seht ihr, die Teams überschneiden sich. Ich dachte erst, dass die Teams vielleicht nur 4 Tage zu ziehen sind. Allerdings sehen wir jetzt, die Teams überschneiden sich. Das bedeutet, wir haben auch permanent die Chance, wirklich 2 Team of the Season zu ziehen. Und da bin ich sehr gespannt, wie das passieren wird, wenn die Top-Ligen kommen, ob da die auch eine Top-Liga und dann wieder eine kleinere Liga dann quasi am Dienstag rausbringen oder ob die tatsächlich eine Zeit lang dann 2 Top-Ligen zu ziehen sein werden. Ich bin mal sehr gespannt, was da passiert, wenn es so sein sollte, wenn man die englische und die spanische, italienische oder deutsche Liga diese Teams gleichzeitig ziehen kann, dann wird es auf jeden Fall zu einem nochmal zu einem richtigen Marktcrash bzw. zu einer Marktexplosion gehen. Und dann werden wieder sehr, sehr viele Spiele auf dem Markt zu ziehen sein. Auf jeden Fall, was können wir momentan machen, um hier Profit rauszuziehen, um vielleicht zu traden in der Zeit und auch am besten zum bestmöglichen Zeitpunkt sein Team zu kaufen? Das sind natürlich die Fragen, die jeder hat. Einmal zur Teamfrage, wann kauft man sein Team? Das kommt einmal immer darauf an, welches Team man bauen will. Will man ein Team bauen, wo Team of the Season Spieler drin sind? Will man ein günstiges Team haben? Wie hoch ist der Wert von dem Team? Also bei mir ist es auf jeden Fall so, ich werde mir wieder ein Calcio A und vielleicht auch nochmal dieses League A Bundesliga Team bauen mit hoffentlich nur Team of the Season Spieler. Muss ich mal gucken, wie das vom Preis her aussehen wird, wie ich mir das leisten kann. Ich hoffe, dass wir auch die 4 Millionen Coins nochmal erreichen werden, weil wir haben ja einen riesen Verlust gemacht, jetzt auch mit dem Marktcrash, zumindest mit den Spielern, die wir noch gehalten haben, obwohl einige Abschlussinforms. Wir haben ja wirklich noch viele, viele Abschlussinforms, die jetzt wieder gestiegen sind, die ich jetzt auch die nächsten Tage verkaufen werde. Da gucken wir mal, wie viel Profit wir machen, ob wir da das ein oder andere noch gut verkauft bekommen. Auf jeden Fall, ja, ich werde mein Team so eine Woche nachdem die Spieler, die ich brauche, dafür rausgekommen sind, kaufen. Das ist so in etwa, wie man es sagen kann. Ich werde natürlich dann nicht genau eine Woche danach, sondern einfach mal gucken, welche Tage sind denn danach, wann kommt quasi jetzt zum Beispiel das Serie A-Team raus und dann werde ich dementsprechend dann so einkaufen, wo ich dann den nächstmöglichen Tag finde, wo die Spieler wieder runtergehen und das Team of the Season mit diesen Spielern auch schon eine lange Zeit zu ziehen war. Also es sollte auf jeden Fall mal mindestens 4 Tage auch zu ziehen sein. Und da muss man halt mal so ein bisschen variieren, ein bisschen sich den Markt verfolgen, ein bisschen gucken und dann findet man eigentlich schon einen guten Termin, denke ich mal. Also so große Fehler wird man wohl nicht machen können, weil die Preise einfach definitiv jetzt auch schon so im Keller sind und da den perfekten Zeitpunkt zu finden ist sowieso auch an sich immer ein bisschen schwierig. Deswegen, ja, macht's nach Bauchgefühl, macht's nach eurem Bauchgefühl und guckt einfach mal, wie sich die Preise entwickeln. Jetzt kommen wir zu einer Sache, wie man momentan auf jeden Fall noch ein paar Silberpacks bekommt. Das ist eigentlich eine ziemlich einfache Sache. Ihr geht einfach auf die Ligen-SBCs und da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, jetzt die Ligen-SBCs zu machen und da euch erstmal die Silberpacks rauszusuchen. Also hier in der Liga findet ihr keine. Auf jeden Fall geht ihr erstmal hier. Was könnt ihr machen? Die Eredivision, die bin ich momentan am machen. Da könnt ihr die Silberpacks, da diese Ligen-SBCs machen. Dann könnt ihr in der schottischen Premier League, da werdet ihr auf jeden Fall viele Silbersets finden. Zweite englische Liga, momentan ist dann der SBC da, die sind teilweise überteuert. Müsst ihr euch einfach mal die Preise angucken. Also guckt euch generell an, wie teuer die Spieler sind, die ihr für die Teams natürlich braucht. Und hier haben wir auch mit der. Mit der, was war es nochmal, saudi-arabischen Liga. Auch eine Liga, wo ihr viele Silbersets bekommt. Hier auch diese Ligen. Also da bekommt ihr viele Silbersets und macht erstmal nur die Silbersets und dann zieht die mal alle, weil ihr habt momentan eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ihr erstens mal ein Silber-Team of the Season zieht, weil einfach so viele wie aktuell es gibt, ein komplettes Silber-Team quasi zu ziehen, ein komplettes Team of the Season Silberset. Silberteam und ihr habt natürlich noch hier dieses von der zweiten englischen Liga, wo auch enorm viele Silberspieler drin sind. Ich glaube, ihr werdet in der kompletten Team of the Season Phase nicht nochmal die Möglichkeit bekommen, so viele Team of the Season Spieler zu ziehen. Und deswegen würde ich jetzt diese Silbersets machen. Was noch dazu kommt, ist auf jeden Fall, dass einige Silberspieler sehr viel wert sind, weil eben aktuell die Voraussetzung in der Knockout League und auch in der Weekend League, glaube ich, sein wird, dass man eben halt auch
Silberspieler in den Teams braucht, wodurch einige Spieler wirklich sehr viel wert sind. Wir hatten ja da auch in einem Video schon das, das hatte ich ja schon hochgeladen, wo ich euch gezeigt habe, wie viele einige Spieler wert sind, dass ihr die auch alle verkaufen solltet, die Silberspieler. Und auch durch die SBC sind viele Spieler ein bisschen mehr wert, die normalerweise gar nichts wert wären. Also ihr bekommt momentan viel von den Silbersets raus, auf jeden Fall ein Profit. Und deswegen lohnt sich das momentan sehr gut. Ich zeige euch jetzt schon mal mein einziges Pack, was ich für heute gezogen habe, was wir da schon für Spiele haben. Hier, der hat schon 3.900 Coins gekostet. Den haben wir verkauft. Dann hatten wir eigentlich schon das, was wir fürs Team bezahlt haben, eigentlich raus. Zusätzlich haben wir hier einen für 500 verkauft. Für 700 sind schon 1200 Coins und wir haben hier auch noch was auf der Transferliste. Wir gehen mal hier einmal kurz durch. Da muss ich mal schauen, welcher Spieler das war. Weil auf jeden Fall noch einer drin war, der glaube ich 2000 Coins wert war. Ach, diese hier sind gar nicht mehr auf der Liste. Müssen wir nochmal zurückgehen. Oder ich habe den schon verkauft, das kann auch sein. Ne, hier sind die. Ja gut, 1600 Coins, der wird mit Sicherheit auf jeden Fall demnächst weggehen. Der ist auf jeden Fall auch noch 1600 Coins wert. Da seht ihr, mit dem Pack habe ich schon auf jeden Fall Profit gemacht. Und ihr bekommt am Ende, wenn ihr die Ligen-SPCs hier abschließt, ja auch noch 20.000 Coins in der Regel immer mindestens noch als extra Profit. Und dann würde ich erstmal die Gold-Sets auf jeden Fall aufbewahren. Erstmal würde ich die Silber-Sets komplett machen und die Gold-Sets, also diese SPCs, erstmal noch gar nicht machen, weil sonst habt ihr irgendwann das Problem, dass ihr die Silber-Sets nicht öffnen könnt, weil hier nicht alle Sets angezeigt werden. Ich habe jetzt noch 18 Sets offen. Die werden mir Gott sei Dank, glaube ich, noch alle angezeigt, aber sobald ihr irgendeine Grenze überschreitet, werden nicht mehr alle Sets angezeigt und das kann dann passieren, dass ihr einfach Silbersets nicht öffnen könnt. Deswegen würde ich erstmal die Silbersets alle machen und wenn ihr das alles erledigt habt, die ihr alle machen wollt, gemacht habt, könnt ihr danach einfach mal die Gold, ja, Sets euch schon mal holen für die Ligen-SPCs und dann wartet ihr natürlich, bis wieder ein richtig gutes Team of the Season kommt, dann könnt ihr die auch alle raushauen. Also ich warte auch, bis ein richtig gutes Team of the Season rauskommt. Mir reicht wahrscheinlich dann schon das Premier League oder vielleicht sogar das League A-Team, weil ich einfach ja, Bock habe, die Packs zu ziehen. Und ja, da könnt ihr euch selber überlegen, bei welchem Team of the Season ihr die natürlich verballert. So, dann gibt es noch einen Trading-Tipp von mir. Das war jetzt erstmal ein Tipp, wie ihr ein bisschen Profit auf jeden Fall ausschlagen könnt, weil momentan kosten die Ligen-SBCs jetzt nicht gerade so viel. Es gibt natürlich so viele Unmassen an Karten zu ziehen, wodurch die Preise generell sehr, sehr günstig sind und halt die SBCs nicht teuer sind, aber die Silbersets. Da kann man natürlich viel Profit rausschlagen, wodurch da einfach die Wahrscheinlichkeit momentan am höchsten ist, da ordentlichen Profit zu machen. Und die haben sich generell in letzter Zeit bei mir alle SBCs, alle Ligen-SBCs gelohnt. Habe ich wirklich bei jeder Profit gemacht. Also, das ist der Tipp. Dann der Trading-Tipp auf jeden Fall. Einmal könnt ihr euch die Silberspiele angucken. Momentan, wie gesagt, Premier League, Silberspieler oder in den Top-Ligen sind viele Spieler was wert. Wir sind ja auch, haben die perfekten Einstellungen schon gemacht. Wir haben hier Rechtsverteidiger der Premier League und die kosten natürlich jetzt schon mal direkt was. Und wir sehen jetzt, wir bekommen für 1700 gar keinen. 1800 müsste der erste kommen. Ne, ist auch schon weg. 2000 jetzt. Jetzt sind sie auf 2000 Coins und wieder ein bisschen angestiegen. Also 2000 Coins. Ja, jetzt seht ihr hier für 1700, der wird schon weg sein. Zack, ja, weg. Genau. Und ihr versucht einfach jetzt, ihr könnt natürlich die Spieler versuchen zu snipen. Funktioniert auf jeden Fall auch, habe ich schon gemacht. Funktioniert. Ihr könnt aber auch natürlich versuchen, die Spieler zu erbieten. Und das funktioniert bei Silberkarten sehr häufig sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das bei der Premier League funktioniert. Ich habe das jetzt mal nebenbei einmal ausprobiert. Gucken wir gleich mal, ob wir da was bekommen haben. Auf jeden Fall funktioniert diese Trading-Methode aber in Ligen, die gut sind, aber die keine Top, also wirklich sehr Top-Ligen sind. Also Premier League ist natürlich die beliebteste Liga. Ihr könnt es mal mit der Liga A probieren, mit der portugiesischen Liga vielleicht. Guckt euch das auf jeden Fall mal an, geht alle Positionen durch, guckt, was sind da die günstigsten Sofortkaufpreise und dann, ja, wenn ihr eine Position gefunden habt, wo die Spieler viel wert sind, wir gehen mal auf die portugiesische Liga, weil da könnte es funktionieren auf jeden Fall. Und dann versucht ihr die am besten zu erbieten und ihr werdet wahrscheinlich da einige zu günstig bekommen und die dann einfach verkaufen können. Also da müsst ihr mal ein bisschen euch rumschauen. Auf jeden Fall habe ich die Trading-Methode schon gemacht und das hat auf jeden Fall funktioniert, auch sehr gut sogar. Hier sind sie wahrscheinlich schon günstiger. Ja, bekommt ihr, oh, hier bekommt ihr sehr günstig die Spieler, weil wir haben auch die Position noch nicht eingestellt. Das ist natürlich erstmal auf Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, das werden die interessantesten Positionen sein. 800 ist auch was da. Hier bekommt ihr auf jeden Fall auch sehr günstig die Spieler.
Dann gucken wir uns kurz die Liga A an. Wird wahrscheinlich jetzt noch mal ein längeres Video heute. So. Ja, da gibt es ja aber auch günstiger. Also Premier League ist mit Abstand da das teuerste. Okay, 500 Coins mit der Liga wird es wahrscheinlich gut gehen. Da werdet ihr einfach mal hier maximal 300 Coins und dann geht ihr einfach drauf, bietet auf alles drauf los und ich gehe davon aus, dass ihr da auf jeden Fall den einen oder anderen bekommt. In der Premier League, wie gesagt, ist der Profit wahrscheinlich höher, den ihr machen könnt. Ich weiß aber nicht, wie gut ihr die Spieler dort bekommt, weil da habe ich es noch nicht ausprobiert. Auf jeden Fall waren die Preise auch teilweise schon höher wie aktuell. Also hier sind die Preise halt, wie gesagt, momentan sehr günstig. Was natürlich bedeutet, ihr werdet nicht so viel Profit machen, aber ich glaube, hier werdet ihr viele Spieler bekommen. Auf jeden Fall, ihr könnt die Trading-Methode mal ausprobieren. Wie gesagt, sie hat bei mir funktioniert. Ob sie jetzt aktuell noch geht, weiß ich gerade nicht zu 100%. Aber sie hat funktioniert. Ich habe aber auch noch eine andere Trading-Methode und außerdem ist es einmal so, dass diese Trading-Methoden immer zu unterschiedlichen Zeiten gut oder schlecht funktionieren. Also, sprich, wenn ihr die Methode ausprobiert, ihr merkt, sie funktioniert nicht, dann ja. Schreibt die Methode nicht einfach ab und macht sie nie wieder, sondern probiert sie irgendwann zu einer anderen Zeit nochmal aus, weil so oft, vor allem bei Silbermethoden, ist es so, dass die zu der einen Zeit richtig, richtig gut funktionieren, die richtig viel Profit macht und zu der anderen Zeit auf einmal gar nicht mehr. Und das liegt einfach immer daran, wie oft werden diese Methoden gemacht, wie viele Packs werden zu der Zeit gezogen, wie viele Leute gucken gerade nach Silberspielern. Also da sind immer unterschiedliche Uhrzeiten, wo auch ja, unterschiedlich viel los ist auf dem Markt und da kann sich das auf jeden Fall am Tag wirklich häufiger wirklich ändern, dass eine Methode funktioniert oder nicht funktioniert. Was ihr auf jeden Fall machen könnt und wo ich euch auch sagen kann, wann die Methode funktioniert, und zwar ist das dann immer eine Stunde nachdem ein neues Team of the Season kommt, nachdem neue Spezialkarten oder Packs kommen, da funktionieren immer diese Methoden, indem ihr da Goldspieler erbietet, die so ab 1000 bis 3000 Coins, so das ist so, sind immer so die Spieler, wo ich das auch probiere, wo ich immer am meisten Erfolg habe. Goldspieler ab 1000 bis 3000 Coins etwa, die zu erbieten, weil sobald dann, ja, es kommt das neue Team of the Season, alle ziehen ihre Packs und so eine Stunde, sagen wir mal immer so 70 Minuten danach, sind die ganzen Spieler auf dem Transfermarkt und laufen ab, weil die meisten einfach diese Spieler komplett einfach mal draufstellen und die mit dem Mindestpreis und dem Maximalpreis einfach runterlaufen lassen. Und dann ist es so, dass so eine Stunde halt eben, wenn diese Stunde rum ist, einfach ganz, ganz viele Spieler auf dem Markt sind und ablaufen. Das Angebot ist dann oft höher als die Nachfrage, wodurch ihr manchmal Spieler wirklich mit einem tollen Preis, also für einen richtig guten Preis unterm Marktwert und dann günstigsten Sofortkaufpreis bekommt. Und da hatten wir zum Beispiel, ja, den habe ich jetzt hier auch nicht mal angezeigt, habe ich auch im Stream gemacht, habe ich diese Spieler gekauft für 1000 Coins, habe vergessen dann später zu gucken, ob wir die bekommen haben. Und wir haben tatsächlich echt sehr, sehr viele bekommen. Und die habe ich dann für 1400 Coins verkauft, für 1000 haben wir sie gekauft. Heißt pro Spieler halt ja 300 Coins etwa gewinnen. Und das hat sich absolut gelohnt. Das waren, keine Ahnung, 20 Spieler oder so und dann sind da schon 6000 Coins, dann funktioniert das schon. Aber ihr seht hier, von den Spielern wurden wir überall überboten. Kann sein, dass die Silbermethode da momentan gerade gar nicht gut funktioniert. Also, das sind so die Sachen, die ich euch empfehlen kann. Ihr könnt weiterhin die Abstoß-Informs kaufen, damit werdet ihr wohl immer noch nichts falsch machen, weil da wird, denke ich mal, jetzt auch zu den anderen Ligen-SBCs kommen. Wir hatten ja jetzt zur französischen Liga diese Spieler des Jahres, das wird es wahrscheinlich auch zu den anderen Top-Ligen geben, werde ich mir oder könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und dann werden diese Spieler hier wohl steigen, wenn die gebraucht werden für die SBCs. Ja, hier ist jetzt nicht viel gestiegen, aber auch den werden wir mit Profit verkaufen und das ist ein Profit und Profit ist eben Profit und deswegen ist es auf jeden Fall keine verkehrte Sache. Auf jeden Fall war es vom Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao.